Was denkst du, wer sind die vier Top-Kandidaten für den Champions League-Titel diese Saison? Das ist halt schwer. Es ist halt wirklich schwer. Gladbach. Gladbach ist gut. Nee, ich find's schwer. Also, ich würde Immer Real Madrid sagen. Ich weiß. Keine Ahnung, Chat. Plus eins, wenn du es fühlst. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so dieses klassische Jahr. Real Madrid hat die Champions League gewonnen. Da kriegen die auch noch Kylian Mbappé dazu. Und alle denken, boah, jetzt sind sie unbesiegbar. Jetzt sind die ja noch krasser. Genau in dem Jahr holen die die Champions League nicht. Würde mich absolut nicht wundern. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Real Madrid dieses Jahr nicht ist. Die Frage dann halt, wer sonst? Ist ja halt immer so mehr oder weniger die gleichen Vereine in der Verlosung. Manchester City auf jeden Fall. Ich finde, Bayern ist immer in der Verlosung. Ist schwer. Kommt ja auch immer dann auf die Auslosung an, ne? Wenn dann halt schon im Achtelfinale gegen irgendein Brettteam spielst. Ich werfe jetzt einfach mal einen wilden Call rein. Also zwei Mannschaften, die jetzt nicht so viel genannt worden sind. Ey, ganz im Ernst, ich finde, mit Barcelona muss man auch immer rechnen, ist ein großer Verein. Hatten letztes Jahr auch viel Verletzungspech. Haben sich mit Dani Olmo sehr stark verstärkt. Wenn jetzt, was aktuell ein bisschen unwahrscheinlich ist, noch Nico Williams dazu kommt, schauen wir mal, was wird. Und ganz im Ernst, also es ist jetzt halt, ihr wollt ja einen Hot Take haben. Und deshalb habe ich die nicht auf meine ersten drei, vier Vereine aufgezählt. Aber ganz im Ernst, Leverkusen. Leverkusen in der Form aus dem letzten Jahr war einer der Top 3, Top 4 Mannschaften auf der Welt. Von dem, wie die Fußball gespielt haben, wie dominant die gespielt haben, ist halt die Frage, ob die dieses Jahr immer noch so stark sind. Aber letztes Jahr bei Leverkusen, also ich finde, letztes Jahr gab es im internationalen Fußball gab's keine zwei, drei Mannschaften, die besser waren. Also wenn du überlegst, wie gut Bayern auch in der Champions League performt hat, wie gut Bayern in der Champions League weit gekommen ist und der Gründe dafür, warum Leverkusen so deutlich die Liga gewonnen hat und auch so dominant gegen die Bayern aufgetreten ist. Aber ich muss dazu sagen, ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass Leverkusen nochmal so ein Jahr spielt wie letztes Jahr. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube, Leverkusen wird wieder gut, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn die nochmal eine unbesiegte Bundesliga-Saison spielen. Das wäre schon sehr wild. Finde es krank, dass sie bis jetzt noch keinen bedeutenden Abgang hatten. Ja, also ich glaube, dass es bei Leverkusen halt wirklich so ein Ding ist, was ich geil finde, dass alle sagen, ich will halt jetzt auch mit Alonso und der Mannschaft Champions League spielen. Und das finde ich halt cool so. Also sie haben ja wirklich eigentlich keinen wichtigen Spieler verloren. Meinst du, Frimpong wird noch gehen? Nee, ich glaube nicht. Ja, Tah glaube ich auch noch, dass er nach Bayern gehen wird. Habe ich irgendwie das, weiß ich, das ist jetzt einfach schon zu lange in der Schwebe. Ich glaube auch, dass Tah noch zu den Bayern gehen wird. Da muss mal Leverkusen gucken, was die jetzt noch machen, ne? Naja, Klassiker Kaugummi-Transfer. Ich bin mal auf den, oh, wie? Aleix Garcia heißt der, ne? Der neue zentrale Mittelfeldspieler von Leverkusen. Ich finde es halt krass, das verstehe ich nicht so ganz, dass, dass Palacios nicht gegangen ist. Weil, Digga, was haben die denn jetzt für ein zentrales Mittelfeld? Das ist ja also ist ja geisteskrank overloaded. Die haben jetzt Aleix Garcia, Robert Andrich, Palacios und Xhaka. Kranke Scheiße, ey. Ja, ich hätte immer gedacht, dass Palacios aus dem Mittelfeld derjenige ist, der geht. Andrich soll ja jetzt kurz vor der Verlängerung sein. Oder die machen es so. Das hat ja Andrich letztes Jahr auch häufig gespielt. Zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette. Aber glaube ich eher eigentlich nicht auf langfristig. Aber gibt es bei Palacios Gerüchte? Nö, irgendwie nicht. Er macht aus Garcia einfach Portugiese. Wie spricht man den denn aus? Also, wenn es einer besser weiß, schreib es gerne rein. Aleix Garcia? Also ich glaube, ich habe gerade Aleix Garcia gesagt. Das wird es auf jeden Fall nicht sein. Das wird es auf jeden Fall nicht sein. Wir nennen ihn einfach Garcia, okay? Kein Bock auf die Scheiße. Mama, das Philipp von Georgien soll zu Liverpool wechseln angeblich. Guter Transfer? Ja, warum nicht? Perspektivisch. Alisson wird ja auch nicht jünger. Ah, den fand ich bei der EM überragend. Den fand ich richtig geil. Aber Liverpool krass, ne? Die haben noch keinen einzigen Transfer gemacht einfach. Also wirklich keinen einzigen. Das ist schon echt sonderbar. Zieht hier auch nicht viele, oder? Dass du fragst, ich habe das jetzt gerade gar nicht. Also, die haben halt jetzt Alvarez abgegeben. Bei Manchester City war halt dieses Jahr sehr viel City Group Geschiebe, ne? Das tut auch so weh, ne? Letztes Jahr einfach in der La Liga alles auseinandergenommen. Guck dir das an. Dovbyk nach Rom gegangen. Garcia zu Leverkusen. Jan Couto hat den nicht gehört, sondern City. Und Savinho hat den auch nicht gehört, sondern Troyer. Und der wird dann von City gekauft. Soll ich euch mal sagen, was Girona, dieser komische Verein aus Frankreich und Manchester City alle gemeinsam haben? Die sind alle Teil der City Group. All das, was den Fußball komplett kaputt macht. Diese Vereine gehören alle zur City Group. Und deshalb wird er richtig schön hin und her geschoben. Alles geisteskrank.
einfach ein Verein aus der zweiten französischen Liga hat dadurch einfach einen Spieler für 25 Millionen verkauft. Ist das abgefuckt, ey. Ist das abgefuckt. Aber ja, also sonst haben die ja wirklich nur Savinho geholt, ne? Fände Citys Kader nicht krass gut. Was? Hör mir auf, Digga. Was? Findest du den Manchester City Kader nicht gut, Bro? Findest du den Kader nicht gut? Sie haben den besten Mittelstürmer der Welt. Die haben einen der... Also, das ist der beste Mittelstürmer der Welt. Das ist der letztjährige beste Spieler der Premier League. Das ist der beste offensive Mittelfeldspieler der letzten 10 Jahre. Das ist der beste Sechser auf der Welt. Und dann hast du hier noch einer der größten Innenverteidiger-Talente auf der Welt. Und wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger aktuell auf der Welt. Und dann hast du noch Leute wie Stones und Akanji und Cancelo und Walker und so alle noch nicht erwähnt. Bernardo Silva haben wir auch noch nicht erwähnt. Doku, Savinho haben wir auch noch nicht erwähnt. Also, weiß nicht. In der Breite nicht krass. Ich sag dir aber ehrlich, ich mag das eigentlich immer persönlich. Also das dürfte jetzt nicht den Verantwortlichen von Chelsea sagen. Ich finde es eigentlich immer gut, einen kompakten Kader zu haben, wo jeder Spieler wichtig ist und keiner einfach nur da ist. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt noch einen Ersatz für Haaland, für Alvarez holen, damit Haaland einen guten Backup hat. Werden die wahrscheinlich irgendeinen erfahrenen Stürmer einfach nehmen. Und im Zentrum, sage ich euch ehrlich, also sehe ich jetzt nicht, dass die schlecht aufgestellt sind. Spielen halt meistens 4-3-3. De Bruyne, Silva und Rodri sind gesetzt. So, dahinter hast du einen Kovacic, einen Nunes. Philips wahrscheinlich eher nicht, aber dann hast du halt auch noch junge Leute, ne? Ich finde den Kader jetzt nicht scheiße, also ich finde den Kader sogar sehr gut. Ist das bei euch auch so durch die Europameisterschaft, dass ihr die ganze... Also, fühlt ihr das? Ich finde, die Transferperiode war dieses Jahr irgendwie die ganze Zeit so... Ach, Digga, entspannt. Die Transferphase hat noch nicht mal angefangen. Mach ruhig, Digga, da kommt noch Bewegung rein. Jetzt erstmal die EM, die hat nicht mal angefangen. Mach ruhig. Und dann so... What the fuck, in 2 Wochen ist Deadline Day. Das war irgendwie richtig, das war irgendwie so... So, und dann auf einmal so, oh scheiße, Deadline Day. Ja, Digga, das hatte ich zum Beispiel, hab das auch so richtig krass bei Bayern so gemerkt. Am Anfang hieß es so, boah, geil, Bayern, frühzeitig 2 Transfers fix gemacht, ne, richtig gut. Top, frühzeitig voll die gute Arbeit erledigt, passt. Und dann so, gefühlt eine Woche später, oh, Digga, warte mal. In 2 Wochen ist das Ding hier zu, wir müssen noch 5 Leute abgeben. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger, wir brauchen noch einen Offensiven, wir brauchen noch einen Mittelfeldspieler und vielleicht noch einen Backup-Stürmer. Scheiße. Was hältst du von dem Gruder-Transfer? Ich finde, Gruder ist ein Baller und ich sag dir ehrlich, ich find's geil, dass der für so viel Geld gewechselt ist. Ey, eine gute Bundesliga-Saison. 35 Millionen Euro Ablöse, das kenne ich ja gefühlt gar nicht. Normalerweise kosten solche Spieler, wenn die dann ins Ausland gehen, nach England so 7 Millionen. Voll gut, dass Mainz so viel Kohle gekriegt hat. Ich finde es voll geil. Also ohne Spaß. Ist das bei euch auch so, dass ich mir dann immer so denke, so, ey, geil, endlich hat mal die Bundesliga richtig viel Geld gekriegt. Hätte den selbst für das Geld so gerne bei uns genommen? Ja, also, ich finde, Gruder ist ein überragender Spieler. Also für Gruder hätte ich auch 30 Millionen auf den Tisch gelegt. Ich glaube, Mainz hat ja sogar, ne, 35 Millionen und eine 25% Weiterverkaufsgebühr. Das ist schon geil. Pacho eine halbe gute Saison und dann 45 Millionen. Ich sag's euch aber auch ehrlich, in Frankfurt gibt's eine absolute Pipeline nach Paris. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Schau dir mal die Top-Abgänge von Frankfurt an. Keiner hat so wirklich richtig funktioniert. Ja, Digga, das Problem ist halt, ich sag dir ehrlich, wenn du kein hochdekorierter Topstar bist, mit einem riesigen Namen, würde ich dir auch niemals empfehlen, zu PSG zu wechseln. Wenn du da nicht Neymar, Messi oder Mbappé heißt, gucken die dich mit dem Arsch in diesem Verein nicht an. Das ist geisteskrank. Du musst dir das mal überlegen. Kolo Muani. Ey, wir können ja gerne darüber diskutieren, ob der jetzt nicht gut genug war, ob der 20, 30 Millionen zu teuer war. Ist ja, können wir alles machen, ne? Aber du kannst doch keinen Stürmer für 95 Millionen Euro holen, oder was der gekostet hat. Und dann einfach keinen Plan haben mit dem. Und das zieht sich ja bei dem Verein so durch. Die haben sich letztes Jahr, das musst du dir mal überlegen, die haben sich Gonzalo Ramos und Kolo Muani geholt. Für ein Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro. Und wussten nicht, was die mit den beiden anfangen sollen. Ob die zusammen spielen sollen, ob nur einer spielen soll. So, das muss, also, keine Ahnung. Ich check halt solche Vereine manchmal nicht. Aber auch so Leute wie Jovic Kostic und so weiter und so fort. Ja, kann man vielleicht sagen, ich habe jetzt die Frankfurter, die Transferhistorie nicht offen. Kann man vielleicht ein Fazit drunter schießen, dass bei Frankfurt in den letzten Jahren auch viel das Kollektiv dazu beigetragen hat, dass verschiedenste Spieler funktioniert haben, ne?
Wobei ich eigentlich bei allen sagen würde, ob das ein Kolumuani ist, ob das ein Jovic ist, ob das ein Kostic ist. Also für mich ist das immer mehr an den Vereinen gescheitert, die denen keine Spielzeit gegeben haben, als an den Spielern selbst, weißt du? Naja, alles gute Spieler. Bro, Kamada und Lindström auch nicht mehr das, was sie waren. Ey, aber jetzt, wo ihr es sagt, ne? Ihr werft hier Namen rein, das ist schon wirklich krass. Ey, Jovic. Rebic vielleicht nicht unbedingt, er hat danach schon noch eine Rolle gespielt in Italien. Jovic, Rebic, Aller, Lindström, Kamada, Kolumuani. Das ist schon krank, ne? Bei wie vielen Leuten es danach eher bergab gegangen ist. André Silva auch, ja. Aber gut, andererseits, ne, Aller war halt bei Ajax schon richtig stark, ne?